Dürfen Querdenker und Impfgegner Impfungen mit dem Holocaust vergleichen? Wir erleben es in letzter Zeit immer wieder, dass Demonstrationsredner auftreten mit Judensternen, mit Schildern, die ans Dritte Reich anspielen oder gar mit dem Tagebuch von Anne Frank vor dem Holocaust-Mahnmal in Berlin auftreten. Das ist ziemlich schwer erträglich und die Frage ist, ist das juristisch zu fassen? Die heutige Headline in der Mainpost lautet: Kritik an Entscheidung der Justiz, vorangegangen waren Ermittlungen zu einem Ermittlungsverfahren aufgrund einer Demonstration, die in Würzburg stattfand. Und dort hatte ein Redner gesagt, ich bin nicht weit davon zu sagen, dass hier ein Holocaust 2.0 eingepflanzt werden soll. Daraufhin wurde Strafanzeige erstattet und die Staatsanwaltschaft kam nach langer Prüfung zum Ergebnis, dies sei nicht strafbar. Das wird heftig kritisiert und wir schauen uns das einfach mal ganz nüchtern, objektiv aus einer juristischen Sicht an. Wann ist denn eine Relativierung des Holocaust tatsächlich strafbar? Das Gesetz sieht in § 130 StGB tatsächlich die Strafbarkeit von Leugnung und Relativierung. Leugnung haben wir hier nicht. Aber eine Relativierung könnte gegeben sein und die Rechtsprechung sagt dabei, strafbar ist die Relativierung dann, wenn es in eine Bagatellisierung mündet, wenn also jemand den Holocaust entweder quantitativ oder qualitativ verharmlost. Quantitativ, wenn er also sagt, es waren nicht 4 Millionen, sondern nur 3 oder 2 Millionen oder die Zahlen waren nicht richtig, es war alles nicht so schlimm. Oder auch qualitativ, wenn jemand sagt, es gab gute Gründe, Rechtfertigungen dafür. Auch das ist eine Relativierung des Holocaust, ohne dass der Bestand des Holocaust dabei notwendiger in Frage gestellt werden muss. Aber was ist, wenn jemand zwei Ereignisse miteinander vergleicht? Wir haben also auf der einen Seite den Holocaust mit seinem Unrechtswert. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber so stellen wir es mal kurz dar. Und wir haben die Impfungen mit einem unterstellten Unrechtswert. Und wenn jetzt jemand sagt, dass beides ist gleich, dann könnte man sehr gut argumentieren, dass das eine absurde Relation ist, was gleichzustellen. Insbesondere, wenn man damit sagen will, Impfungen sind so schädlich fürs Volk wie, also der Holocaust sei nur so schädlich wie Impfungen oder würde die gleiche Wirkung entfalten, dann könnte man durchaus sagen, hiermit wird der Holocaust verkleinert. Die Staatsanwaltschaft sagte aber, das war nicht die Absicht des Redners, wobei man sich fragen kann, was Absicht jetzt wirklich war. Hier wurde eher die Impfung dramatisiert, indem man sagt, Holocaust ist schlimm, aber die Impfungen sind genauso schlimm. Hier wird ein neuer Holocaust eingeführt. Das ist die Ebene, auf der die Staatsanwaltschaft argumentierte, um zum Ergebnis zu kommen, dass keine Strafbarkeit nach 130 Absatz 3 StGB vorliegt. Muss man sich damit abfinden? Herr Schuster sagte, das ist eine Haarspalterei und andere Politiker sagen, das sei nicht nachvollziehbar. Wir erleben solche Entscheidungen durchaus häufiger. Aber sind sie zwingend so zu treffen? Ist es tatsächlich so, dass keine Bagatellisierung vorliegt, wenn ich sage, Impfungen sind genauso schlimm wie Holocaust? Wenn ich sagen würde, an Impfungen werden 4 Millionen Menschen sterben und das ist ein gezielter Genozid, der gegen eine Bevölkerungsgruppe gerichtet war und so weiter und so fort? Oder muss man nicht sagen an der Stelle, der Vergleich ist so absurd, dass er nicht getroffen werden kann, ohne gleichzeitig eine Relativierung des Holocaustes zu bewirken. Und hier muss man eben sehen, dass es nicht alleine nur auf die Absicht ankommt, was jemand sagt, sondern auf die objektive Bedeutung der Äußerung. Der 130 stellt unter Strafe nicht, was jemand gedacht hat, denn selbst ein gutgläubiger Gedanke, eine gutgläubige Leugnung des Holocaust steht gleichwohl unter Strafe in Deutschland. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, darüber kann man streiten, aber das Gesetz sagt zunächst einmal, wenn ich sage aus voller Überzeugung, es gab keinen Holocaust, dann mache ich mich strafbar. Und wenn jetzt jemand sagt, ich habe es abgewogen, was bei Impfungen passiert und beim Holocaust passiert ist und ich komme zum Ergebnis, das ist vergleichbar, dann ist das objektiv eine Verkleinerung des Holocausts und nicht alleine nur eine Dramatisierung der Impfungen. Das ist eine Position, die könnte man so vertreten. Das liegt im Bereich der Vertretbarkeit für eine Justiz. Insofern kann ich die Kritik gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist auch nachvollziehbar, dass die Staatsanwaltschaft an der Stelle auf dieser ersten Ebene geblieben ist und gesagt hat, es ist formal gesehen keine Relativierung. Es lohnt sich durchaus, diese Frage weiter auch in der Justiz voranzutreiben. Man könnte also die Entscheidung an die Generalstaatsanwaltschaft bringen oder auf andere Mittel eine Klage erzwingen und die Frage juristisch weiter klären.